Aber zuerst zu der Schreckensnachricht für viele Autofahrer heute, die dann doch keine war. Um die hier ging's. Die Elsenbrücke, eine der Hauptverkehrsschlagadern der Stadt am Treptower Park. Und die soll demnächst abgerissen werden. So hieß es heute von der Verkehrssenatorin im Ausschuss des Abgeordnetenhauses. Wir haben natürlich jetzt intensiv uns diese Risse angeguckt. Und die ersten Ergebnisse zeigen aber, dass sie sich nicht vergrößert haben. Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass die Brücke wieder instand gesetzt werden kann, sondern dass gravierende Schäden da sind, dass sie ersetzt werden muss. Dass sie ersetzt, also abgerissen werden muss, dann aber doch irgendwie nicht. Der Schaden wird noch geprüft, hieß es später, etwas vorsichtiger. Die einen ärgert das hin und her, die anderen wundern sich. Aber wie es wirklich um die Brücke steht und wie gut man da gerade rüberkommt, das erfahren Sie bei uns. Gut kommt man am Vormittag rüber über die Elsenbrücke. Kein Stau, obwohl die östliche Seite noch gesperrt ist. Zu schön, um wahr zu sein also. Die östliche Elsenbrücke, an der gerade gearbeitet wird, vielleicht komplett abreißen? Diese Aussage macht schnell die Runde. Doch dann tritt die Senatorin doch noch mal auf die Bremse. Via Twitter zwitschert sie am Nachmittag. Derzeit laufen Untersuchungen, ob eine Instandsetzung nicht doch noch möglich ist. Eine endgültige Entscheidung steht aus. Wir sind unterwegs mit Steffen Cordes vom TÜV Rheinland. Er hat schon viele Brücken geprüft, auch Spannbetonbrücken wie die Elsenbrücke. Diese Brücken aus den 60er, 70er Jahren sind auch für ihn Problembrücken. Die Problematik möglicherweise liegt darin, dass man die tragenden Bauteile nicht sehen kann, weil man sieht nur den Beton, die innenliegenden Spannglieder, die kann man nicht erkennen. Also man kann bei einer Prüfung nur Indizien feststellen. Korrosionen, Schäden, Abplatzungen, Risse etc. Und daraus kann man folgern, dass möglicherweise in der Brücke was im Argen liegt. Allerdings über die Prüfung hat die Senatorin noch keine Ergebnisse offengelegt. Die Opposition kritisiert, dass die Elsenbrücke bei der letzten Untersuchung vor 1,5 Jahren nicht einmal als sanierungsbedürftig erfasst worden sei. Nach Informationen des Tagesspiegels ist von ungeeignetem Stahl beim Bau die Rede. Pfusch am Bau ist natürlich immer ein Thema. Natürlich kann immer was falsch ausgeführt werden. Die Gefahr besteht natürlich grundsätzlich. Aber das kann man jetzt hier nicht so, also wir wissen es nicht. Das Horrorszenario schlechthin wäre der Abriss und Neubau beider Brückenseiten. Aber eine Brücke kaputt gleich andere Brücke kaputt ist laut Experte wohl keine korrekte Gleichung. Wenn der eine Zwilling sich das Bein bricht, ist nicht zwangsläufig so, dass der andere dann auch ins Krankenhaus muss. Also wir warten mal die weiteren Untersuchungen ab. So lange, bis die Senatorin mit endgültigen Ergebnissen für die endgültige Entscheidung herausrückt.